Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition, weiterhin auf Island 7. Und im letzten Part hatten wir ja wunderschön dieses 7-Punkt-Loch-Rätsel gelöst, wie auch immer es jetzt hieß. Aber irgendwas mit 7 Steinen und sowas, die wir da verschieben mussten. Das Rätsel war doch schon mal ein bisschen, ja, sagen wir mal, anregender. Also in dem Sinne, dass man halt doch ein bisschen mehr nachdenken musste. Ah, Komprimator. Na ja, komm, ich werde trotzdem treffen, oder? Ja, wunderbar. Man muss halt um ein paar mehr Ecken denken. Man hat es ja gesehen, ich habe da doch 3 Anläufe oder sowas gebraucht. Aber naja, gut, kann man halt nichts machen. So. Ja, ein paar EP. Ach, wunderbar. Da hast du ja dein Level 57 locker in der Tasche. So, Angriff plus 4. Wow. Ja, damit lässt sich leben. Die Verteidigungswerte könnten ein bisschen besser sein, aber naja gut, sind ausgewogen. Also, du bist ganz schön stark dafür, dass du so niedlich aussiehst. Ja gut, daran sieht man, dass sie den Text nicht bearbeitet haben, speziell dafür. Und naja, gut, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn es eine Frau zu einer Frau sagt. Also, mich stört das jetzt nicht. Und daher, aber ich wollte, was wollte ich denn? Nein, ich wollte nicht in den Beutel, sondern in das Pokémon-Menü. Welches Pokémon kann denn... Ah ja, also. Item, dann nehmen wir das mal wieder von dir. Und geben es Francine. Geben. Wo haben wir es denn? Na komm, EP-Teiler. So, EP-Teiler zum Tragen erhalten und Spiel sichern. Unbedingt das Spiel sichern. Damit ja nichts mehr schief geht hier. Das muss noch unbedingt sein. So. Und ja, ich habe nicht vergessen, die Pommes, also den Ofen auszustellen. Ich bin in Topform! Okay. In Topfform. Aha. Was willst du denn als Topfform, bitte? Rasaf. Ja, das macht dich rasend, ne? Da Glurak in der ersten Position ist, ist das sogar kein Problem. Da wir erstmal gemütlich in die Luft fliegen. Nein, nützt der Himmelhieb? Raserei ging zum Glück daneben. Und mal gucken. Rasaf, ne? Und tschüss, sage ich dazu. Ja, Rasaf habe ich nicht, weil ich nur einen Mankey habe. Das ist richtig. Oh. Capoeira. Auch ein Kampf-Pokémon. Eines aus der zweiten Generation. Glaube ich zumindest. Da mussten Angriff und Verteidigung gleich sein. Sodass dann sich zu Capoeira weiterentwickelt. Ach, wie hießen die Vorstufe? Naja, aber da gab es eine schöne Vorstufe. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber es kommt dann halt darauf an, ist die Verteidigung oder sowas stärker? Wird es dann zu Kikli oder halt zu Nocturne? Ich komme jetzt aber nicht auf die Vorentwicklung. Aber ja, das ist halt so ein Pokémon halt. Ne? Sieht eigentlich ganz lustig aus mit diesen 3 Beinen und wie es sich immer auf den Kopf dreht. Naja, ist ganz klar an die Kampfkunst angelehnt. Also Capoeira ist ja so eine tanzende Kampfsportart, was sie wohl ausgeführt haben, weil sie nicht kämpfen durften. Und da haben die das als Tanz ausgelegt. Also irgendwie sowas war da, wenn ich mich nicht irre. Die haben das ja als Tanz ausgelegt und dabei heimlich eine Kampftechnik entwickelt. Aber eigentlich auch genial, weil du da permanent in Bewegung bist, was natürlich auch sehr anstrengend ist, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du in Bewegung bist, bist du natürlich schwieriger zu treffen. Und kannst dich leichter aus Situationen befreien. Hä? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wieso? Du hast doch nur was Freundliches gesagt. So, dann zertrümmern wir hier erstmal alles. Zum Beispiel so, mit einem... Ja, witzig, ein Radfritz kann Felsen zertrümmern. Naja, Gott. Wie dem auch sei. Pokémon-Logik... Immer so herrlich, diese Logik, aber egal. So, den mal schön zertrümmert. Und runter geht es. So, wieder mal zertrümmert. Und wieder beiseite geschoben. Und dann gucken wir mal, was wir für ein aufregendes Item bekommen. Und ein Kingstein. Damit können wir Sonnenflora bekommen, glaube ich. Oder aber auch Lashoking. Du siehst stark aus. Ich will gegen dich kämpfen, bitte. Gut, wenn du das möchtest. Ah, das könnte eine Hütte sein, wo wir uns heilen können. Oh, ich finde die lila Haare so toll. Otmar,
Hitzfeld? Versucht der Ottmar Hitzfeld hier. Oh, Moment. Wir müssen das Pokémon mal wechseln. Rizeros. Nee, gegen Rizeros trete ich nicht mit Glurak an. Ich habe nicht mal eine Metallklaue. Und du senkst jetzt meinen Angriff. Nee, warte. Nee, die Init. Das ist aber egal. Das Witzige ist ja, dass Rizeros Surfer erlernen kann. Das ist so irre witzig. Aber was hatte mein Rizeros damals? Erdbeben? Surfer? Body Slam? Nee. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ja dann noch Rihornio und ich finde es cool, dass es halt, so eine Fähigkeit hat. Also, es kann mehrere Fähigkeiten haben. Natürlich nicht auf einmal, aber es gibt mehrere verschiedene. Und eine ist zum Beispiel Blitzfänger. Ah, da fiel es mir nochmal ein. Blitzfänger. Die lenkt halt die Elektroattacken auf sich um. Und da Rizeros ein Boden-Pokémon ist, hat das natürlich keine Wirkung. Toll, oder? Das finde ich wirklich ganz nett. Und die andere Fähigkeit, die es noch haben kann, weiß ich nicht. Zweite. Amnesie. Ja, tu das mal. Dann machen wir Amnesie. Spezverteidigung steigt stark? Okay. Ja, wie dem auch sei. Body Slam, das sollte ausreichen. Ach nee, eine Top-Genesung. Komm, dafür paralysieren wir dich jetzt. Das wäre doch mal ganz witzig. Eigentlich hätte ich mich auch heilen können, aber egal. Oh, ein Volltreffer. Ha! Paralysiert, na wunderbar, besser geht's doch gar nicht. Komm, wir machen mal was ganz Verrücktes. Ich vertraue mal darauf, dass es jetzt paralysiert ist. So. Aussetzer. Oder so, nur von mir aus. Wir können was auch machen. Stört mich ganz und gar nicht. Nicht mal die Bohne. Und Volltreffer. Yippie-yay. So muss es sein. So, Lamos ist nun wieder in der Liste der besiegten Pokémon und Ursaring. Ah, okay. Das etwas möchte gerne antreten. Aber es wird garantiert einen Schlitzer anwenden. Und im letzten Part hatte ich schon gesagt, dass Shiny Ursaring, das sieht ja so grünlich aus. Na gut, was machen wir? Wir machen Vergeltung. Also wenn es ein Volltreffer ist... Nee, war es nicht. Also ein Volltreffer wäre das Urteil gewesen. Es hätte es ja niedergerungen. Zum Glück war es mal keiner. Wobei, es ist eigentlich unmöglich, dass bei einer Volltrefferquote von 100% das so nicht geht. Naja, egal. Ja, wir müssen es austauschen. Und zwar nehmen wir jetzt mal Turtles in den Kampf auf. Turtles kann auch mal wieder ein bisschen was machen. Aber man sieht, die Level sind möglichst ausgeglichen jetzt. Ja gut, das Pikachu hinkt dann hinterher, weil ich jetzt einfach noch ein Arbeits-Pokémon brauche. Das ist der einzige Grund. Surfer, komm, Flug und Sieg. Mach es platt, das Kangama. Irrschlag, der kann verwirren. Nein. Nein. Damals hat er nie verwirrt. Nie. Nein. Das sind reine Demonstrationszwecke. Das sind alles Demonstrationszwecke. Das war so beabsichtigt. Ich wusste das. Deswegen musste ich das ja auch erwähnen. Genau. So und nicht anders kann das gewesen sein. Oh, Maschok? Na gut. Dann Simsala. Genau so muss das gewesen sein. So und nicht anders. Das kann ich versprechen. So wie die Politiker ihre Wahlversprechen halten, ne? Okay, nein, das mit der Politik, das habe ich schon in einigen Parts zuvor angesprochen. Das muss ich nicht nochmal ausweiten. Aber hier, Maschok, du kannst jetzt besiegt werden. Und eigentlich müsste die weibliche Variante sowas wie ein Sport-BH tragen. Weil die weibliche Variante irgendwie sehr männlich aussieht. Du hast immer eine tiefere Stimme. Nee, ich kann nicht so eine tiefe Frauenstimme. Ich wusste es, du bist genauso stark, wie ich dachte. Und der war im Stimmenbruch. Und kann deswegen auch ein bisschen wahllos sprechen. Okay, wir gehen mal hier in die Hütte. Ich denke mal, dass man sich hier heilen kann. Nicht? Hallo? Ach so. Tanze, tanze, Chanera, tanze. Mach auch mit. Tanze, tanze. Möchtest du tanzen? Ja. Wir tanzen den Chanera-Tanz. Tanz den Chanera-Tanz,
Tanz den Chanera, tanz die ganze Nacht. Tanz den Chanera, tanz. Tanz den Chanera, tanz die ganze Nacht. Chane, Chane, Chanera. Und das ist doch besser als ein Wonderbra. Tanz den Chanera, tanz. Tanz den Chanera, tanz die ganze Nacht. Okay. Era, Era. Oh. Lucky Punch. Was? Was? Der Beutel ist voll? Der Beutel könnte hier ernsthaft noch voll sein? Wie bitte? Senkt die Genauigkeit des Gegners. Moment, geben. Wem geben wir das mal? Wir geben das mal dem Simsala gerade. Die Tasche könnte hier echt voll sein? Nein. Okay. Also Tanz den Chanera-Tanz, wunderbar. Dadurch sind natürlich alle Pokémon geheilt. Das finde ich sehr schön. Okay, dann öffnen wir mal den Beutel. Und gucken mal. Lucky Punch, ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es erhöht Chaneras Volltrefferquote. Okay. Das ist das Besondere an diesem Item. Verstärkt Eisattacken, genau. Vom hohen Preis erzielen können. Eine mögliche Statusänderung der Pokémon wird im Team. Weg damit. Ja. Weggeworfen. Brauche ich nicht, so ein Blödsinn. Also auf jeden Fall sind wir wieder voll geheilt, was ich auch sehr gut finde. Mir wurde die bestmögliche Erziehung zuteil, damit ich so stark werde. Ich möchte gegen niemanden verlieren. Oh, na dann, mach dich jetzt auf deine erste Niederlage gefasst, sag ich jetzt mal so lautstark. Na, schöne Hotpants hast du an. Könnte auch so eine Lycra-Hose sein, oder? Ja, eine schwarze Sporthose halt. Na gut, Schlitzer. Du wirst es auch schon schaffen. Komm von. Nein? Schade. Kreideschrei, wo ich damals immer Kreischerei las. Ja, ich habe echt immer Kreischerei gelesen. Aber okay, was soll's. Ja, gut, dass du jetzt wenigstens kein Volltreffer hast. So, also machen wir jetzt nächstes. Oh, erstmal ein Level Up. Level Up 55. 321, 322. Können wir mit leben? Ja, können wir alles mit leben. Als nächstes wird Yugong in den Kampf geschickt. Warte mal, Yugong, war das schon zum Teil mit Eis? Ja, war es. Hoffe ich. Oder? Doch, muss es gewesen sein. Ich bestimme das jetzt einfach mal, dass es Wassereis war. Wenn nicht, dann war es halt nicht so. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Hallo, Michelle! Ja, hallo, Michelle. Oh, Eisstrahl. Oha. 95 Stärke, 100 Genauigkeit, aber diesmal zum Glück nicht eingefroren. Ja, wunderbar, das Wassereis, also zumindest ein Eisanteil hat es. Sehr effektiv. Na, so muss das sein. So ist es fein. So muss das sein, so ist es fein. Mein Spruch wahrscheinlich. Galoppe! Na, du möchtest mal ein bisschen baden gehen. Also deswegen hier. Turtles, du hast noch was entgegenzusetzen. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Gegen Michelle. Ah, die Ast-Trainer finde ich sowieso am besten, weil die ein heterogenes Team haben. Ein Fachbegriff. Also ein gemischtes Team sozusagen. Heterogenität. Also Unterschiedlichkeit, sage ich mal. Also können wir es mal übersetzen. Oh, Vulnona. Wunderschön. Dieses Pokémon. Obwohl ich Vulpix... Ja, obwohl doch, die sind beide sehr schön. Doch, ja. Die Cupcake-Katze findet es ja auch sehr schön. Das Vulpix. Passt zu ihrer Haarfarbe. Da hat sie auch recht gehabt damals, als sie das gesagt hat. Girafarig. So. Wir wechseln mal das Pokémon, weil ich mal wissen möchte, ob das dann normal effektiv ist. War ja, glaube ich, psychonormal. Dann müsste ja Kampf wenigstens normal effektiv sein. Wir probieren es einfach mal aus, wenn dir jetzt keine ordentliche Psy-Strahl kommt. Du kannst das überleben. Komm, komm. Ja, wunderbar. So muss das sein. Vergeltung, komm. Ja, normal. Alles klar. Da weiß ich das jetzt. Aber trotzdem besiegt. Ja, umso besser. Aber ich finde diesen Kopf bei Girafarig, also diesen zweiten, so witzig. Danke, ich fühle mich durch die Niederlage gegen dich so befreit. Ah, schön. Und ich finde deine lila Haare toll. Ah komm, wir tanzen jetzt nochmal den Chanera-Tanz. Tanz den Chanera-Tanz. Tanz den Chanera-Tanz die ganze Nacht. Naja, und so weiter. Ja, komm, wir möchten tanzen.
So. Einmal einen Chanera-Tanz, bitte. Ja, ein bisschen schneller, bitte. Danke. Warum dunkeln die das Tanzen eigentlich ab? Ist das mehr als nur ein normaler Chanera-Tanz? Ist es vielleicht ein Befruchtungstanz? Oder sowas? So, wo sind wir denn jetzt angelangt? Siebenschatzschlucht. Tinabo-Ruinen voraus. Okay. Das heißt aber, dass wir hier lang schwimmen müssen. Und ich werde mal das Pokémon auswechseln, da wir jetzt nämlich sonst das Problem haben, ein Feuer-Pokémon an erster Stelle zu haben. Item nehmen. Achso, jetzt. Ja, stimmt. So, und Tausch an die erste Stelle. Dann mal wieder hier die Item-Tauscherei. Nein, hier nehmen. Beute ist voll. Was wurde nicht entfernt? Warte mal. Ein EP-Teiler hatte ich entfernt, richtig? Richtig. Turtles, Item. Dann geben wir dem mal ein Item. Konnte hier das Inventar doch voll sein? Ich glaube, es hackt. Also, geht doch mal gar nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt das Item. Ansonsten muss Radfratz irgendeins nehmen. Immer diese Tauscherei hier, aber naja, man muss das ja so tun, ne? Man will ja irgendwie das Bestmögliche rausschlagen. Aber nicht unterschlagen. Nein, wir möchten keine Steuern unterschlagen. Ah, hier hat man nämlich auch noch einen Raum. Da guckt man nämlich nochmal auf die Karte. Und schauen mal, was hier so vor sich geht. Hier haben wir die Tinabo-Ruine und da haben wir die Tinabo-Kammer. Ach so, das erstreckt sich jetzt, glaube ich, hier. Ach ja, genau. Ja. Vier Zisse-Ruinen. Ja, ich erinnere mich. Schutz wirkt nicht mehr. Und deswegen wird uns gleich was begegnen. Genau. Jetzt werden uns Inkognitos begegnen. Und hallo, du liebes J. Ein wildes Inkognito erscheint. So. Alle Level 25. Das wird sich an den Leveln auch nicht ändern. Und je nachdem, in welchem Raum man hier ist. Nicht effektiv. Also je nachdem, in welchem Raum man ist, kriegt man verschiedene Inkognitos. Das ist halt hier unten, das also über die ganzen Ruinen da verteilt. Ich wollte es euch, wie gesagt, zeigen. Das gehört ja nämlich auch dazu. Und vielleicht schaffe ich es ja, eines zu fangen. Ich werde aber nicht das ganze Alphabet fangen. Habe ich damals mal gemacht. Pokémon, ich hoffe mal. Ja, obwohl das... Nee, wir machen... Was machen wir denn? Wir tauschen einfach mal wild umher. Machen wir das so? Wir machen das so. Es könnte natürlich sein, dass das eine Kampfattacke war, diese Kraftreserve, weil das hängt nämlich irgendwie auch von den DVs oder irgendwas ab. Es war eine Kampfattacke. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Egal. Ja, wir möchten das nächste Pokémon einsetzen. Durak, komm. Gegen dich ist das auch nicht sonderlich effektiv. Und dann schauen wir doch mal. Wenn, dann schwimme ich höchstens offscreen rechts rüber, dann gucken wir da nochmal, was es dort gibt und dann, ja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Nein, ich werde den Beutel haben. Hallo, Beutel. Und zwar einen Pokéball erstmal ausprobieren. So langsam kommt der Duft der Pommes hier rüber. Ja gut, die sind ja auch noch im Ofen, den ich allerdings ausgestellt hatte. Wunderbar, Inkognito wurde gefangen. Na, dann leg mal einen neuen Eintrag an. Stimme ölen. Nummer 201, Inkognito, Symbol, Größe 0,5 Meter, Masse 5,0 Kilogramm. Deines sieht aus wie ein J. Ihr Äußeres erinnert an Hieroglyphen auf antiken Steinplatten. Man sagt, es gäbe einen Zusammenhang. So, und dadurch, dass es wie ein J aussieht, gibt's auch einen Spitznamen. Passt auf, der geistreichste Spitzname. Das ist geistreich, oder? J, also J. Na gut, also dann mal nichts wie raus hier. Aber ich sehe auch schon, dass der Part seine ordentliche Länge erreicht hat. Deswegen hoffe ich an dieser Stelle, euch hat dieser Part gefallen fürs Zusehen. Danke ich euch allen und deswegen sage ich, im nächsten Part von Pokémon Blattgrüne Edition sieht man sich.